Ja, natürlich zieht er genau rüber und ich habe schon angefangen zu gehen. Auch nicht gut. 2 Stunden 17 brauchen wir. 2 Stunden 1,59. Wir sind immer noch drüber. Scheiße. Ja, und damit wieder hallo und herzlich willkommen. Es geht bergauf und ich komme nicht rüber. Zurück zu meinem Let's Play. American Truck Simulator. Auf dem PC. Ja, in der 36. Folge. Wir sind immer noch mit unserem eigenen Truck unterwegs. Haben jetzt aber einen kurzen Abstecher nach Reno gemacht, weil da hinten ist ein LKW-Händler. Den würde ich ganz gerne erstmal mitnehmen. Bevor wir weiterfahren. Das machen wir mal ganz schnell. Ist jetzt irgendwo in diesem Block drin. Ich habe keine Ahnung wo. Ich glaube, ich gehe hier mal nach links rein, ne? Ja, da hinten ist er, ja. Die Städte beim ATS sind auf jeden Fall deutlich größer, ne? Das finde ich echt cool. Da muss ich ja hier hin jetzt, ne? Ah. Und jetzt muss ich nochmal nach links. Und dann muss ich da irgendwie probieren zu wenden. Na, Peterbilt, schade. Verdammt. Peterbilt ist natürlich jetzt nicht geil. Weil haben wir ja schon. Leider nicht gelohnt. Das Problem ist, jetzt haben wir noch 4 Stunden 20 Reisezeit. Ich muss in knapp 4 Stunden schlafen. Also jetzt müssen wir auf die Tube treten, sonst penne ich während der Fahrt weg. Frechheit. Was sieht cool aus hier, Mensch? Aber nichts wie raus aus der Stadt. Und wieder auf Speed. Bisher macht der Truck einen guten Job. Ich bin sehr zufrieden. Gilt dafür gar nicht. Ui.
bisschen enger. Ist aber auch voll, Mann. Da wäre jetzt so ein Spiegel für vorne nicht schlecht. Gott. Ja, perfekt, Alter. Biege einfach vor mir ab. Gar kein Ding. Lässt mich bestimmt sehr gerne gerade mal vor. Jawohl. Ich danke dir. Back auf Achse. Ah, heute auf jeden Fall Ziel, die Route noch zu beenden zumindest. Und dann will ich im Euro Truck Simulator auch mal die Route zu Ende machen, dass ich mir da auch endlich noch meinen Truck kaufen kann. Aber vielleicht habe ich das ja schon, aber ich glaube noch nicht. Also lassen wir uns mal überraschen. Ich muss scheinbar echt nicht wiegen. Habe ich gerade mal so gar nichts gegen. Das ist doch wieder der Polizeiwagen hier in meinem Rückspiegel. Dann fahren wir mal schön unsere 105er. Auf die Spur gehe ich einfach mal trotzdem. Dann müssen wir irgendwie probieren, Zeit gut zu machen, dass ich nicht wegpenne. Ja, nee, nicht gut. Ich wollte dem nicht die Kurve schneiden. Jetzt habe ich es davon. 1% Schaden, na gut. Ist noch zu verkraften, würde ich sagen. Hätte aber auch schief gehen können. Ich muss mehr aufpassen. Jetzt schaue ich nochmal, ob der Polizeiwagen gleich nochmal vorbeikommt. Oder ob ich jetzt... Ja, ich sehe ihn auf jeden Fall noch. Also... Okay, ich kann die Wiegestation umfahren, das finde ich super. Wenn das so ist, dann gehen wir jetzt mal Stoff. Zu eng gerade. Oh Gott. Oh, ja, nee. Manche Situationen macht man sich aber auch selber schwierig, oder? Mal ein paar Kilometer hier runterbrechen. Immerhin dann wieder 30.000 für relativ kurze Strecke. Da waren ja nur 800 Kilometer. In den USA ist die Strecke natürlich ein bisschen weniger. Also da ist die Strecke natürlich grundsätzlich so ein bisschen höher, würde ich sagen. Aber auch im Euro Truck kann man ja, denke ich, mittlerweile schon 4.000 Kilometer irgendwie fahren. Locker, wenn man will. Dementsprechend, ja, ne? Bergauf will er jetzt natürlich nicht.
Schnee bergab, ganz schlimm. Ja, das ist jetzt doof. Ja, natürlich zieht er genau rüber und ich habe schon angefangen zu gehen. Auch nicht gut. 2 Stunden 17 brauchen wir. 2 Stunden 1,59. Wir sind immer noch drüber. Scheiße. Jetzt verpiss dich wieder nach rechts. Mal Hupe probieren. Fahr doch mal jetzt weg hier. Dass der keinen Schiss kriegt, wenn da hinter ihm so ein riesen Ding. Er bremst noch. Perfekt, Alter. Er bremst noch ab. Das ist ein super Typ, Alter. So, come on, 1,48 zu 1,40. Jetzt sind wir nur noch 8 Minuten. Wir kommen echt gut an. Dann sind wir schon hier in Sacramento. Nur noch 130 Kilometer auch. Ja, hör auf zu gehen, Alter. Ich fahre das jetzt hier noch durch. Schieb mal Nachtschicht. Geschlafen wird nachts. Bleibt scheinbar noch so ein bisschen auf dieser Route. Oh, jetzt ist es rot geworden schon. Hm. Schön ist, der Ladung ist noch gar nichts passiert. Die Route verlief ja jetzt erstmal so weit. Ohne weitere Schwierigkeiten. Ich freue mich sehr. Wie sieht es jetzt aus? Eine Stunde 2 zu einer Stunde 8. Jawohl, positives Delta. Wir haben noch ein paar Minuten übrig. Ich hoffe dann mal, dass in der Nähe irgendwas zum Schlafen ist, sonst wird es dann irgendwie so ein bisschen kritisch. Ah, perfekt, Alter. Warum zieht er kurz vorher? Warum zieht er kurz bevor diese Spur hier weggeht, nochmal zu mir? Manche Sachen musst du halt einfach nicht verstehen, glaube ich. Es sind halt so viele Betten. Okay, da in der Nähe ist auch sehr viel. Ich glaube, da ist das Glück dann auf unserer Seite mal. Ich sehe gar nicht, ob die Lichter an sind und so. Da haben wir aber Stockton. Da ist irgendein Fragezeichen. Ist aber echt weit weg dann auch. Ah, San Francisco, hier sind irgendwie ziemlich viele Städte. San Francisco ist zum Beispiel ein Dings, aber... Finden Sie eine Parkmöglichkeit, um zu schlafen? Ja, ich habe das schon mitbekommen. Allerdings nur noch 28 Minuten zu fahren. Ich kann noch 14 Minuten gehen. Guck mal, jetzt sind wir schon 20 Minuten im Plus. Das ist wunderbar. Ich muss gleich nur gucken, dass ich nicht die Ausfahrt verpasse. Noch kann ich hier scheinbar fahren. Gleich kommt, auch hier kommt schon der Ausgang. Na dann.
mal, da ist auch direkt schon ein... Oh Gott, ist das hier wieder belastend. Mann, Audi, Alter. Ich kann doch hier nicht ohne Ausholen rum. Guck dir das doch mal an, ey. So ein... Diese KI, wirklich. Du machst mir schon wieder einen Haufen Damage rein, Alter. Jetzt habe ich schon 3% Schaden in der Scheiße. Weil die KI einfach nicht fahren kann. Ja, als ob meine Augen jetzt hier schon irgendwie... Nö. Ach, Alter. Ey, ist das dein Ernst jetzt? Kein Schaden. Mir soll's recht sein. Ich bin nicht über Rot über die Ampel gefahren und der Unfall, also gut, das war jetzt gerade so ein bisschen... Ja, wie soll ich denn jetzt hier rum? Ich komm doch hier nicht rum. Okay, warte, wo ist jetzt das Ziel? Direkt geradeaus. Oh, geil. Ja, und direkt da habe ich eine Schlafmöglichkeit an der Tankstelle. Super. So. Ja gut, da kann ich nur gerade einparken. Das sage ich auch nicht, nee. Das lief doch Butter. Können wir mal gucken. San Francisco wird zwar bestimmt super Jobs geben. Dass wir da dann vielleicht kurz rüber tuckern dann oder so. In der nächsten Folge. Dürfte trotzdem noch ein ausgezeichnet sein. Jawohl! Gibt's das den nächsten Rang? Oh. Yes! Geil! Ja, dann gehen wir direkt weiter hier. Einfach immer hin und her, hin und her. Zwei E-Mails, einmal überzogen, ausgeglichen, wissen wir ja Bescheid. Alles klar, dann speichern wir das Ganze doch mal ganz kurz ab. Wir haben noch 2 Minuten Zeit, ne? Gut, dann gehe ich jetzt erstmal raus. Wir haben ja jetzt hier Freifahrt. Ganz kurz mal pennen gehen. Ja, der Truck ist so ein Beschleunigungsmonster, halt ohne Anhänger, ne? Hier müsste ich doch schlafen können, oder? Oder geht es nicht? Hier? Kann ich nicht schlafen? Nee, kann ich nicht. Oh, toll. Da, wo ich herkomme, hätte ich schlafen können. Aber ich tanke mal ganz kurz einfach. Warum nicht? Dann nutze ich das mal und tank kurz wieder auf. Reichweite hat er jetzt nicht unbedingt gut. Aber was soll's? Das sollte dementsprechend dann noch nicht so viel kosten. Ach, Kleingeld. Vorfahrt und der. Okay, ja, dann muss ich da einmal rumfahren. Hätte ich das gesehen, hätte ich gleich hier bleiben können.
So, zack und zack. Jetzt ist aber mitten in der Nacht dann wahrscheinlich, wa? Boah, geil, wieder Fetteinkommen kassiert. Egal, dann würde ich sagen, hier machen wir dann nächste Folge weiter, Freunde. Ich danke euch ganz herzlich fürs Zuschauen und sage tschüss und bis zum nächsten Mal.